So, liebe Freunde und Damen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battle Chasers. Wir müssen hier gerade ein bisschen die Steinchen aktivieren. Was jetzt nicht sonderlich schwierig war. Hallo? Au. Ich wurde irgendwo hingeworfen. Das sieht aus wie unsere fünf Helden. Ist das Kidrals Werk? Erscheinungen von uns selbst? Er weiß, dass ihr kommt. Du hast Angst. Er hat ihre Seele. Du hast sie ihm gegeben. Töte Maschine. Gemeine Kriminelle, du hast es nicht anders verdient. Du welkst dahin, zuerst der Verstand. Der Zweifel ist im Blut. Blut ist überall. Tricks. Alles nur Tricks. Wir warten auf eure Ankunft. Was möchte er mir damit sagen? Was war das? Ein Trick. Ein Psychospiel. Ich konnte kein organisches Leben in ihnen entdecken. Sie wussten über uns Bescheid. Ja, sowas aber auch. Muss ich noch mal einen kleinen Kristall bekommen, bevor ich hier kämpfe? Davon gehe ich mal aus. Davon gehe ich mal aus. Sieht irgendwie nicht so aus. Naja, meine Güte. Oh, dann doch, dahin ist er. Na? Reagierst du auf mich? Brauchen wir eigentlich nicht. Aber ein bisschen Mana wiederherstellen kann aber nicht schaden, ne? Schauen wir mal, ich bin gespannt, was das wird. Gebieter, ich bin zurückgekehrt. Ohne Verus. Die Ausländer sind sehr widerstandsfähig. Sie bekämpfen mich auf Schritt und Tritt und machen es gefährlich. Unmöglich, Verus herzubringen. Du wirkst nervös. Du wirst frei sein, Vorzeitlicher. Ich habe ein Gefäß gefertigt, das in der Lage ist, dich aus deinem Gefängnis zu befreien. Darin kann ich dich zur Nachtfeste bringen, wo Verus... Ein schlauer Plan, der vielleicht funktioniert, hätten die Ausländer nicht einen Weitseher getötet. Ich... Nach seinem Tod wurde dein wahrer Plan offensichtlich. Ich bin nicht mehr blind für deine Heimtücke. Vorzeitlicher, mit dem Gefäß. Zertreten, ich bin nicht länger blind. Nein, ich habe eine bessere Idee. Du bist von Verus Blut. Dein Körper wird reichen. Möge der Pakt vollendet werden. Ah! Du hättest meine Königin sein können. Wir kommen zu spät. Wir müssen zuschlagen, solange er geschwächt ist. Geschwächt.
Ihr wagt es, vor mich zu treten. Mit gezogenen Waffen vor mich zu treten. Gestattet mir, euch eine passendere Herausforderung zu stellen. Mann, wie viele verrückte Sachen können auf dieser Insel passieren? Zeigt keine Furcht, das will sie ja nur. Sie ist tot, Schwertkämpfer. Nur Kedrawn ist noch übrig. Und Verus, die Nachtfeste kann ihn nicht länger vor meinem Zorn beschützen. Und jetzt mögen euch die Schatten eurer Vergangenheit verzehren. Ich denke, wir haben zwei Kombokämpfe mit jeweils drei Leuten. Calibretto, ach nein, Tatsache nur unsere selbst quasi. Steigert die Crit-Chance um 10%. Steigert, okay, das ist nicht eine exakte Kopie. Die haben alle ziemlich viel Leben. Aber das macht erstmal nichts. Gut, das, ja, Calibretto-Schatten, Galli-Schatten, Garrison-Schatten. Level 29 sind die allerdings nur, das ist schon erstmal in Ordnung. Kriegen wir hin, denke ich. Mal gucken. So, hier machen wir noch einen Erzürnt. Nochmal die Crit-Chance weiter steigern. Alter, das sind so fette Buffs. Das ist so krass. Au. Eine Blutung, ist ja ekelhaft. Gut, die Blutung ist jetzt nicht allzu stark. Ich weiß jetzt nicht, wie stark die sind, muss ich gestehen. Garrison Schatten. Ich denke, Garrison kommt zuerst dran. Dass wir ihn zuerst töten werden. Er wird der Stärkste sein. Okay, er heilt sich selber. Okay, er hat alle geheilt. Piu! Nice! Heldentum? Oh, warum nicht? Ich glaube, so ein dicker, fetter Schild kann eigentlich nicht schaden. Wow, geiler Skill. Ja, gibt so viele Skills, die ich sicherlich auch noch gar nicht genutzt habe. Aber die halt nicht so krass sind. Es gibt halt wirklich einige Skills, die... Da weiß man halt gleich am Anfang, die sind geil. Und dann gibt's halt... Zum Beispiel sowas. Calibretto kommt jetzt dran. Der Tank. Der Healer, meine ich. Bam, Bauchrammer. Oh, eine Superkraft. Stimmt, die habe ich auch noch ready. Das ist ein Felsenwurf. Das ist voll fies, das darf die gar nicht nutzen. Naja, eher weniger. Guck mal, die wurden alle wieder ge... Ja, okay, die haben alle ihre Skills verloren. So eine Scheiße. Ja, leck mich. Der crittet schön. Durch den Vorteil. Schattenfeuerkugel. Felsenwurf und dann noch. Was voll unfair ist, müsste Stufe 4 von denen dann sein. Oh, Calibretto sieht echt scheiße aus. Okay, aber er tötet ihn erstmal, ist schon mal gut. Ja,
Crit. Viel Schaden, viel Schaden. Ey, kannst du mir nicht erzählen, Alter? Hör auf zu cheaten! Hör auf zu schummeln, ey! Schattendeckungsschwung. Dann machen wir nicht so viel Schaden. Und der letzte Attack. Weg mit dir. Mieser Schummler. Ein Kaltherzring und 6000 Gold. Sie hat dieses Gefäß gemacht, um ihn von hier wegzuholen. Um ihn dann zu vernichten. Ja, das hätte Verus von dem Pakt befreit und seine Macht wiederhergestellt. Destra ist ihm also doch treu geblieben. Einen Dämon hintergehen? Das gefällt mir. Aber war tödlich für sie. Kedrol hat gesagt, er will sich an Verus rächen. Und er ist in der Nachtfeste. Aber es ist unmöglich, das alte Vampirschloss zu betreten. Wenigstens war es das. Kedrol könnte jetzt über die Macht verfügen, gewaltsam einzudringen. Was würde es ihm nützen, Verus jetzt zu töten? Ist er nicht längst tot? Mehr oder weniger? Er hat Destra zu seinem Gefäß gemacht. Das hat die Verbindung zwischen ihm und Verus getrennt. Er wird wieder erwachen, von seinem Fluch erlöst. Kedrol wird ihn erreichen wollen, bevor das geschieht. Ist Verus so stark? Wen interessiert das? Sollen sie kämpfen? Dann brauchen wir nur noch den Sieger zu erledigen. Ja, nur wenn es keiner schafft, den anderen umzubringen, müssen wir uns um beide kümmern. Ha, komisch. Ich dachte gerade, eine supermächtige Kraft des Bösen wäre ja auch viel zu leicht. Dann sind wir uns einig. Beide müssen sterben. Auf zur Nachtfeste. Legendärer versteckter Schatz. Schauen wir uns doch erstmal das Item hier an. Kaltherzring 436 Ausdauer. Und Galli würde trotzdem noch Ausdauer verlieren. Gönnt sich. Was hat sie denn für einen geilen Ring, Alter? Ach, sie hat schon Kaltherzring. Aber halt legendär. Das ist halt nur ein blauer. 88 Angriffsstärke würde ich auf Garrison verlieren. Dafür aber 1500 Leben dazu. Ja, ist egal. Drei Herz des Schattens und natürlich noch den legendären Schatz. Ein Winterhauch und eine kalte Eisenkette. 89 Waffenschaden dazu, 104 Angriffsstärke, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Dafür die Magieabwehr auf 0. Das ist nicht schlimm. Und hier haben wir noch ein schönes Item, mehr Schaden und mehr Ausdauer für Garrison. Er würde nichts verlieren. Galli würde mehr Schaden kriegen und mehr Ausdauer, allerdings den Crit verlieren, wobei es auf Galli gar nicht so schwierig wäre. Das nehmen wir für Galli mit, glaube ich. Das ist jetzt die Frage, ob dieses hässliche Ding hier Crit. Naja, schon in Ordnung so. Damit sie vielleicht auch mal wieder ein bisschen Schaden macht. Okay. Diesen Dungeon erlegt. Ah, und hätte man dann andere Charaktere im Team gehabt,
Dann hätte man gegen diese spielen müssen. So, wir können den Dungeon verlassen oder wir können das nochmal hier hinter zu dieser... Na, ist mir zu weit weg. Um unsere Items oder ja, Zubehör, was auch immer, legendär zu machen. Wenn du ein Hin in der Stadt siehst, bedeutet das, ein NPC möchte sich mit dir unterhalten. Oh ja, gehen wir da noch hin. Sehr leicht, alles sehr leicht. Moment, gibt es jetzt keine niederen Gegner mehr in diesem Areal. Weil die einfach so ein hohes Level haben. Ah, ich will nicht gleich die ganze Superkraft raushauen. Ich weiß auch nicht, wofür ich es gleich noch brauchen könnte. Ich will auf jeden Fall ein bisschen Schaden machen. Aua. Bräuchte ich eigentlich diese Schlüssel für die Kisten hier oben? Ah, verdammt, noch gehen davor. Gucken wir sie auch noch mal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob ich diese Schlüssel habe. Eine Vampirfledermaus, die wir mal kurz in zwei Attacks töten können. Der Hage schon, also greift eh jeden an, das macht also keinen Sinn. Hier irgendwie auf Verspotten zu gehen. Macht aber auch ein Damage, ey, ist ja unglaublich. Hässliche Elementare. Gucken, ob wir die Truhe da oben aufbekommen, denn da ist nämlich das Item für Gully drin. Um ihr Legendary Weapon zu craften. Habe ich Stück? Fünf Stück? Tatsache, da ist eine Drachenschuppe. Und damit können wir jetzt das hier craften. Brauchen wir jetzt noch eine Workbench dafür. Ziemlich viel Schaden dazu. Kalamität habe ich schon, Drachengeschlecht und dann hat noch die verwunschene Klinge, die ich aber wahrscheinlich eher nicht bekommen werde. Weil der entweichte Sehenspitze des Mächtigen die vorletzte Belohnung in der Arena ist. Jetzt brauche ich. Ah, die hat sich mir mitnehmen hier. Ah, und da oben müssen wir wahrscheinlich hin. Ganz kurz nach Harmsdorf zurück. Harmsweg. Müsste ich beim Schmied, müsste ich doch craften können, ne? Trete ein. Zeug schmieden, das Drachengeschlecht. Ich könnte, ne, ich kann es nur auf 100%. Mehr geht nicht. Her damit. Gallis ultimative Waffe, die ihre Stärke... Okay. Ich bin noch. Das ist dann alles. Die ihre Stärke aus dem Herz eines uralten Drachenherzes bezieht. Von 2965 Angriffsstärke hoch auf 4903. Damit hat sie wieder ganz ordentlich was. Haben wir sonst noch irgendwelche Low-Items? Hier haben wir noch Level 21er. Kann ich wohl leider nichts gegen irgendwas Gutes austauschen, oder? Ich würde Schaden verlieren, dafür aber wahnsinnig viel Ausdauer zu kriegen. Hier würde ich Eile einfach nur verlieren. Dafür aber noch mehr Schaden dazu bekommen. 12.
Ich denke, das ist gar nicht übel. Der 24er, 23er Rüstung, die war aber schon ziemlich heftig. Und sonst sind wir vom Item, vom Equipment her ziemlich geil. Das Interessante hier noch zu bieten. Ein Tag für die Jagd. Ein Tag für die Jagd. Jagd denn? Der feine Herr. Oh, den habe ich noch gar nicht. Oh, das ist natürlich auch heftig, aber wo kriege ich ihn? Der feine Herr, das ist ein... Das wird der hier sein. In der südlichen Wildnis richtet sich der Geist eines Tyrannen versucht zurück. Nein, nee, das ist Dingensen, glaube ich. Kaldeos. Ihr lebt. Stufe 28, der muss hier irgendwo. Ein Tag für die Ehe sei zurück. Keine Ahnung, wo der gut ist. Ich eigentlich bin ich der Meinung, ich habe alles abgesucht. Aber hier gibt es so viele, das ist so krass. Kanone mit Kraftreserve und einer Schatzklinge. Ausweichen. Heftig. Basiliskenstein, Ausdauer und betäubender Schlag. Ring des Wohlstandes ist nutzlos. Tja. Geheimnisvolle Kassette aus den Mana-Spalten. Von epischer Qualität. Tja. Sachen. Ich habe noch diese komischen Bücher, oder? Oder habe ich die schon benutzt? Hier habe ich noch welche. Okay. Muss ich hier noch 2 Punkte vergeben. Kritstreffer, das sind feine drei lang mit. Okay. Steigert den Schaden. Das ist nicht schlecht. 10 Punkte bräuchte ich hier. Das brauche ich nicht. Ich brauche hier noch 8 Punkte. Ich glaube, ich habe nicht mehr so viele Dinge, oder? 6. Dann brauche ich noch 2 Büchlein. Okay, kann man unendlich aufkaufen. Da ich aber aktuell erstmal nur für ihn was brauche, ist mir das nicht so wichtig. Ob hier jeder einen Punkt bekommt. Ich habe zu viel sogar einen, das ist nicht so schlimm. Bam! Und überwältigen. Steigert die Angriffsstärke bei einem Crit um 6%. Heftig. Dann hätte ich jetzt sogar noch Punkte wegnehmen können, ist egal. Whatever! So, die haben wir auch noch nicht. Schildangriff. Das ist gar nicht verkehrt hier. Beginnt die Schlacht mit einem Schild, der 1600 Schaden absorbiert. Und Calibretto hat aber schon, ja, der hat das schon. Was hat sie jetzt? Steigert Gallis Angriff um 25%, wenn sie einen aktiven Schild besitzt. Ja, mal gucken.
Gut, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, machen wir eine ganz kurze kleine Pause. Sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Battle Chasers. Hier nach da oben zum Turm. Und ja, bis dahin. Ciao.